Italien Anfang der 2000er. Den Carabinieri gelingt ein Schlag gegen das Syndikat. Hunderte Mafia-Bosse werden verhaftet. Kaum sind sie hinter Gittern, tauchen junge Männer auf, um die Macht der alten Paten an sich zu reißen. Sie sind gewalttätig und skrupellos. Die Italiener nennen sie Baby-Bosse. Verschwinden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wegbleiben. Ich nenne sie Schakale, Barbaren. 6 Monate lang haben wir uns mit der Kamera an die Fersen der neuen Mafiosi geheftet. Wenn du diesen Weg einmal eingeschlagen hast, bist du an leicht verdientes Geld gewöhnt. Wir haben die Elite-Truppe, die sie verfolgt, begleitet. Wer ins Gefängnis geht, wird sofort ersetzt. Wir haben ihre Strafverteidiger getroffen. Regel Nummer 1, trau ihnen nie ganz. Und wir haben sie im Gefängnis besucht. An einem Ort roher Gewalt. Wenn mir ein alter Pate bei meinen Deals in die Quere kommt, bringe ich ihn um. Wir haben in allen Winkeln Italiens das neue Gesicht der organisierten Kriminalität beleuchtet. Das Gesicht der Babymafia. Der Drogenkrieg ist verloren, ne? Es kommen immer Leute nach. Ostermontag am Fuß des Vesuvs. Egal wie viele du verhaftest oder erschossen werden. Tausende strömen in die Kirche von Sant'Anastasia, die Prozession zu Ehren der Madonna dell'Arco, eine jahrhundertealte Tradition. Für viele Gläubige hat die Heilige eine tief religiöse Bedeutung. Doch gleichzeitig ist sie auch die Schutzpatronin der Camorra, der neapolitanischen Mafia. Undercover gelingt es uns erstmals, im Innern des Heiligtums zu filmen. Die Wallfahrtskirche, in der die Mitglieder der mächtigsten Mafia-Clans um ihre getöteten Brüder trauern, in der ihre Mütter, Schwestern und Ehefrauen für sie um Vergebung bitten. Klar, Doku und so, Chat, aber ich finde, da drin sollte man nicht filmen. Ja. Die Prozession findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. So Kirchen und so. Blutige Übergriffe zwischen rivalisierenden Clans sind keine Seltenheit. Piccolinis, gemeiner Dreh. Nein, Lucky, nicht noch so spät abend ein Level-Up trinken, Bruder. Außer bei dir ist Zwischen Koffein nicht mehr so. Zwischen den mutmaßlichen Mafiosi und alteingesessenen Familien sind auffallend viele junge Männer. Da könnte ich nicht mehr pennen, glaube ich. Die neue Generation, die die Macht im Verbrechersyndikat übernommen hat. Ein Beobachter am Rande der Prozession, Pietro Ioia. Früher selbst Mitglied der Camorra. Eine Schande. Religion sollte nichts mit der Camorra zu tun haben. 20 Jahre saß er wegen Drogenhandels in Haft. Als er 2012 freikam, stand er einer neuen Mafia gegenüber. Unglücklicherweise wird die Camorra in vielen Vierteln immer jünger. Sie haben sich neu organisiert und werden immer brutaler. Junge Mörder. So läuft es jetzt in den Vierteln, in denen es keine alten Paten mehr gibt. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Prozession unter den Fenstern der angesehensten Mafia-Bosse Halt macht. Jetzt erweisen sie diese Anerkennung immer jüngeren Anführern. Auch unter diesem Balkon. Haben Sie gesehen? Der Balkon gehört einer Camorra-Familie, doch deren Männer sitzen in Haft. Früher haben sie so den Alten Ehre erwiesen. Die Zeiten haben sich geändert, aber die Gesinnung ist noch die gleiche. Pietro hat sie im Blick.
Es gibt nicht nur junge Mafiosi am Rande der Prozession, die Clan-Chefs sind ebenfalls anwesend. Diese Typen da sind Babybosse. Was? Gibt es hier Babychefs? Vielleicht sehen Sie sie nicht, aber sie sind da, glauben Sie mir. Und sie sind nicht nur in diesem Viertel. Die Babybosse sind die neuen Paten. Hinter den jugendlichen Gesichtern und unschuldigen Blicken verbergen sich brutale Clanführer. Ihr einziges Ziel ist, die Zügel der Camorra zu übernehmen. Nur wenige Kilometer von dem Wallfahrtsort entfernt liegt das Machtzentrum der Camorra. Neapel. Mit ihren pittoresken Gassen suggeriert die Stadt La Dolce Vita. Doch hinter den Kulissen verbirgt sich eine Schattenwelt. Die Jugendbanden der Mafia haben die Metropole am Golf zu ihrer Hauptstadt gemacht. Ich glaube, ich habe eine Serie gesehen auf Amazon. Ein ernstes Problem für die Polizei. Die Camorra hieß. Im Präsidium hat sie ein Sondereinsatzkommando eingerichtet, das die Baby-Mafia verfolgt. Erste Staffel war nice. Da muss man kaufen. Sie nennen sich Falki, die Falken. Einer von ihnen ist Mario. Wie lange sind Sie schon dabei? 2 Jahre? Nein, 20. Ja, der Chat ist kein mega Scherz. Ruhig, wenn alle Aufgabe schauen. Seiner Einheit, die Gewalt der Straßengangs bekämpfen. Machen wir das Sub-Modus raus. Ist das nicht kompliziert in Neapel? Schreiben. Am besten hält man sich davon fern. Achtung bitte. Kommen Sie. Zeit für die Besprechung. Wie viele seiner Kollegen stammt Mario aus dem Armenviertel der Stadt. Hier schön den Armen genau deshalb hat ihn lassen. Einsatzleiter Antonio Serpico ins Team geholt. Ja, genau, schließen Sie die Tür. Ist wahrscheinlich trotzdem auf die Mafia-Vereinigung angelehnt, oder? In Ordnung, Leute. Camorra, Camorra. Heute Abend mit Beginn des Wochenendes kann es heiß zugehen. Es werden viele auf der Straße sein. Richten Sie Ihr Augenmerk bitte nicht nur auf Räuber und Diebe, sondern vor allem auf die Minderjährigen. Wenn wir eine Gruppe sehen, die was am Laufen hat, halten wir sie fest. Überprüfen ihre Ausweise, ob sie Messer dabei haben und ob sie aktenkundig sind. Wir müssen die Gangs unter Kontrolle bringen, was immer es kostet. Noch Fragen? Dann los. Zino mit mir, die anderen kennen das Spiel. Suicide Your Destiny, danke noch für deine 14 Monate Resub. Moritz, danke für 9 Monate. Und Sucht die TV, danke noch für 4 Monate mit. Am frühen Abend schwärmen die Falken cool aus in die engen Gassen der Innenstadt von Neapel. Johnny, danke auch noch für 8 Monate Resub. Ein beliebter Treffpunkt der jungen Mafiosi. Shadow Corps, ich bin noch am Testen. Aktuell würde ich noch keine Kaufempfehlung aussprechen. Es ist kurz nach 19 Uhr. Da musst du dich noch ein bisschen Zeit holen. Für die ersten Kontrollen. Sie sind in der Gegend. Kontrolle in Sichtweite. Ein Fahrzeug erregt die Aufmerksamkeit der Falki. Hieß es gleich nur, hatte er auf seinem Hoodie stehen. Wo will der Idiot hin? Die 60.000 Euro Limousine weckt Interesse bei den Ermittlern. Der Fahrer könnte ein neuer Clanchef sein. Sie überprüfen ihn. Hatten Sie schon mit uns zu tun? Nein, ich bin sauber. Und das Geld hier? Ich habe einen Tabakladen. Muss ja ein schöner Laden sein. Der mit der Tätowierung ist vorbestraft. Jetzt sagt er sei Tabakhändler. Sehen Sie, was der für ein Auto fährt? Schönes Auto. Das könnte ich mir von meinem Gehalt nicht leisten. Und er hat einen Tabakladen? Genau. Ich habe meinem Chef gesagt, wir haben den falschen Job. Im Kampf gegen die Jugendbanden sind solche Kontrollen unerlässlich.
Die Informationen, die die Falki bekommen, sammeln sie in ihrer Datenbank. Wir müssen wissen, wer sich in dem Bezirk befindet und mit wem er zu tun hat. Könnte die Gruppe hier gefährlich sein? Wir stellen uns die Babybosse als harte Kerle vor, mit einer großen Klappe. Genau dieses Klischee. Aber so ist das nicht immer. Wie alt war der jüngste Mafia-Boss, den Sie verhaftet haben? Der jüngste war unter 14, 13 um genau zu sein. What the fuck? 22 Uhr. Jetzt sind die Falken noch wachsamer. In der Dunkelheit entfachen oft Bandenkriege zwischen verfeindeten Clans. Nach Mitternacht werden alle Jugendgruppen zu Verdächtigen. Und es gibt sie an jeder Straßenecke. Was die für einen Job haben, ey. Verrückt. Um diese Zeit noch draußen? Was zum Teufel machst du hier? Teenager, die zu dieser späten Stunde verdächtig erscheinen. Du hast keine Genehmigung dabei, nichts. Wenn ich will, kann ich dir eine Geldbuße von 6.000 Euro auferlegen. Die ganze Nacht führen die Falki ihre Kontrollen durch. Doch sie wissen, dass sie den Kampf gegen die Babymafia nicht gewinnen können. Es gibt immer neue Mitglieder. Wer ins Gefängnis geht, wird sofort ersetzt. Die Arbeit wiederholt sich. Ja, es geht endlos so weiter. Heute gibt es mehr als 100 Mafia-Clans in der Stadt. Das sind dreimal mehr als Anfang 2000. In Neapel haben die Babybosse Hochkonjunktur. Der Nachwuchs stammt auch aus Mailand, dem 800 Kilometer entfernten Wirtschaftszentrum von Italien. Bekannt für Partys, Mode, Investmentbanken und der Hotspot einer anderen Mafia. Der 'Ndrangheta. Sie operiert von Kalabrien aus weltweit. Ihr Jahresumsatz wird auf 50 Milliarden Euro geschätzt. Noch nie von gehört, Chat. Fast der gesamte europäische Kokainimport geht auf ihr Konto. In den 80er Jahren war er der führende Kopf der 'Ndrangheta. Rocco Papalia. Aber noch nicht gehört. Ein gefürchteter Mafia-Boss, der seinen Machtanspruch mit skrupelloser Brutalität durchsetzt. 1991 wird er wegen Mordes, Kokainhandels und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung 2017 hofft er auf eine Rückkehr an die Spitze der Mafia. Machen Sie ein Foto von mir, ich bin fotogen. Aber sehen Sie sich das an, eine Schande. Während seiner Haft hat ein neuer Pate seinen Platz eingenommen. Haben Sie sonst nichts zu tun? Genug jetzt! Rocco Papalia wird nie wieder Drogen verkaufen. Cesare Giuzzi arbeitet als Journalist in Mailand. Sein Spezialgebiet, die 'Ndrangheta. Am Tag nach Papalias Freilassung macht er heimlich Fotos vor dessen Haus. Er hatte erwartet, alte Mafiosi zu fotografieren. Stattdessen tauchen neue Gesichter auf. Es sind lauter junge Typen gekommen, um ihm Respekt zu zollen. Eine Huldigung, die sich als Falle entpuppte. Die Jungen kamen, um dem alten Paten eine Botschaft zu überbringen. Die Jugendlichen sagten ihm, dass sie jetzt selbstständig sind und tun, was sie wollen. Warum? Weil in dieser Generation jeder glaubt, dass er dazu bestimmt ist, selbst Chef zu werden. Die Jungen haben sich durchgesetzt. Der gefallene Pate verbringt nun den Ruhestand in seiner alten Villa.
Stadträtin Rosa Pallone, die für Anti-Mafia-Einsätze zuständig ist, kennt seine Geschichte und seinen Rückzugsort. Das Haus, zu dem ich Sie mitnehme, ist etwas ganz Besonderes. Dort lebt Rocco Papalia, ein Pate der Ndrangheta. Leider gibt es in unserer Stadt viele Familien aus diesem Milieu, alle aus Kalabrien. Mit Journalisten redet Papalia nicht, denn wenn er mit staatlichen Organen kooperieren würde, wäre das für ihn sehr gefährlich. Da ist er. Was machen wir? Lassen Sie uns gehen, es könnte gefährlich werden. Ich erkläre es Ihnen später. Können wir es versuchen? Auf keinen Fall. Wir sind ohne Polizei hier, verstehen Sie? Er hat früher schon gewalttätig reagiert. Wir entscheiden uns dennoch, das Risiko einzugehen. Es kamen junge Leute zu Ihnen, als Sie entlassen wurden. Es war abscheulich, was ich erlebt habe. Niemand hat heutzutage mehr Respekt. Alles, woran diese Kinder denken, sind Gucci-Schuhe und T-Shirts. Das ist alles. Ernsthaft? Alles hatte sich geändert, als ich rauskam. Hören Sie, ich habe einen Fehler gemacht, habe dafür bezahlt und jetzt möchte ich in Frieden mit meiner Familie leben. Danke, schönen Tag. Ist der entmachtete Pate so verbittert, weil sein Nachfolger an der Spitze der Mafia aus seiner eigenen Familie stammt? Ist es sein Neffe Domenico Agresta? Laut Polizei und Staatsanwaltschaft kommt er als neuer Pate der Ndrangheta in Frage. Die Zeitung La Stampa schreibt: Diskothek, Fitnessstudio und Spielsalons. Ist er der Erbe des Clans, der Pate? Der mutmaßliche Mafiaboss ist weit entfernt von alten Klischees. Im Gegensatz zu ehemaligen Mafiosi gibt er sich sympathisch. Er sieht doch sympathisch aus eigentlich. Er versteckt sich nicht. Sein Facebook-Profil ist öffentlich. Er präsentiert sich als netter junger Mann, als idealer Schwiegersohn, als Freund, auf den man sich verlassen kann. Er postet regelmäßig Fotos und Videoclips. In den letzten Jahren sind sie immer intelligenter geworden. Wenn sie sich unter das Volk mischen, ist ihre Tarnung perfekt. Einige arbeiten sogar offiziell als Handwerker oder Angestellte bei kleinen Bauunternehmen. Sie wollen unauffällig bleiben, weil die meisten von ihnen mit Kokainhandel ihr Geld verdienen. Domenico Agresta ist offiziell Leiter eines Fitnessstudios. Wir haben uns vor seinem Sportcenter auf die Lauer gelegt, um ihn persönlich kennenzulernen. Ciao, salve. Hallo, sind Sie Domenico? Ja. Hallo, mein Name ist Raphael, ich bin Journalist. Wie geht es Ihnen? Können wir uns unterhalten? Sicher. Ich höre, Sie sind der neue Chef. Definitiv. Wir reden drin weiter. Zum Zeitpunkt unseres Treffens ist Domenico Agresta 26 Jahre alt. Er hat noch Bewährung, weil er zum zweiten Mal wegen Zugehörigkeit zur Mafia verurteilt wurde. Okay, erklären Sie mir erst, warum Sie hier sind. Das ist mein Freund. Was wird er uns über seine Rolle bei der Mafia verraten? Ich komme aus einer Familie, die so ist, wie sie ist. Ich verurteile sie nicht. Aber mit ihren Geschichten habe ich nichts zu tun. Ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber Sie sind doch verurteilt worden, oder? Ja, mit 19. Nur damit ich das verstehe, warum wurden Sie verurteilt? Wegen der Ndrangheta. Sie wissen schon, die Mafia. Wie lange waren Sie in Haft? Zum Glück nur 2 Jahre. Theoretisch wären es 15 gewesen. What? Wie Sie sehen, mache ich jetzt mein eigenes Ding. Ich trainiere, trage Jogginganzüge, ich schwitze gern. Eine letzte Frage. Haben Sie noch Verbindungen zur Ndrangheta?
Nein, ich bin kein Verbrecher. Ich muss mich wegen meines Strafregisters in Acht nehmen. Wer auch immer der neue Pate ist, er hält sich bedeckt. Domenico Agresta hat der Mafia den Rücken gekehrt, soll die Seiten gewechselt haben und jetzt als Informant für die Polizei arbeiten. Die Mafiosi sind vorsichtig geworden. In den 90ern haben sie in Mailand wegen Drogendeals von umgerechnet 100 Euro aufeinander geschossen. Heute gibt es Fälle, in denen 200.000 Euro Drogengeld offen bleiben. Doch den Schuldnern wird vergeben. Kein Aufsehen mehr. Die neue Strategie der Mailänder Mafia-Familien lautet: Verhandeln. Wenn sie eine Einigung erzielen, wird nicht geschossen. Es wird nicht abgerechnet. Warum? Weil für jeden genug abfällt. Der Kokainmarkt ist riesig. Das ist der Grund. Domenicos Familie ist weiter in der 'Ndrangheta aktiv. Die Mafia agiert zunehmend verdeckt, damit ihr weltweiter Drogenhandel gedeihen kann. Bei der Camorra in Neapel ist es das genaue Gegenteil. In der Hauptstadt der Babymafia tobt ein offener Krieg zwischen den Jugendlichen. Und das ist nicht alles. Ein neues Phänomen verschärft die Situation. Stese nennen die Italiener diese neue Form skrupelloser Gewalt. Es sind Überfälle, bei denen die jugendlichen Camorristi mit ihren Mopeds auftauchen und wahllos um sich schießen. Ihr Ziel, das Territorium für ihre kriminellen Deals auszuweiten. Digga, what the fuck? In Neapel finden die brutalen Überfälle fast täglich statt, mit einer wachsenden Zahl unschuldiger Opfer. Ist ja wie bei Pablo Escobar, damals in Kolumbien, wo die auch angefangen haben, einfach rumzuballern. Sie kamen von unten, hier die Straße hinauf, und dann begannen sie zu schießen. Leider ist mein Sohn Jenny nicht entkommen. Am 6. September 2015 ist der 17-Jährige auf dem Heimweg. Als er auf einem Platz anhält, trifft ihn die tödliche Kugel mitten ins Gesicht. Es waren 8 Typen auf 4 Motorrädern. Sie gaben 36, 37 Schüsse ab. Auf diesem Platz? Auf diesem Platz schossen sie. Jenny ist zu einem Symbol geworden. Am Ort seiner Ermordung steht jetzt seine Statue. Ein Mahnmal, damit die Bluttat der Babybosse nie vergessen wird. Ich nenne sie Schakale, Barbaren. Der Richter, der versuchte, den Ursprung dieser Tat zu verstehen, nannte sie Engel des Todes. Der Terror der Jugendgangs lässt die Bevölkerung ratlos zurück. Da muss doch was passieren. Der Staat muss doch mächtiger sein, oder nicht? Nach mehrwöchigen Verhandlungen haben wir einen Termin mit einem dieser jungen Paten bekommen. Können wir uns nicht sehen, um darüber zu reden? Von der Polizei gesucht und von einem rivalisierenden Clan gejagt. Der Babyboss, dem wir begegnen wollen, lebt im Verborgenen. Er stellt Bedingungen, damit er uns empfängt. Kein Mikrofon, keine Kamera. Wir statten uns dennoch mit einer versteckten Kamera aus. Wir sind in Forcella verabredet, der Hochburg der Babymafia. Mit 30 Jahren hat der junge Chef bereits mehr als die Hälfte seines Lebens wegen Erpressung und Beteiligung an der Camorra im Gefängnis verbracht. Ja, ihr habt schon recht, Schettner. Können Sie mir das Prinzip der Stese erklären? Die Stese soll ich dir erklären? Nun, erst heute um 3 Uhr morgens habe ich ein Team losgeschickt, um 2 Raubüberfälle zu machen. Einen davon beim Haus eines alten Paten. Er arbeitet gegen uns. Das wird er nie wieder tun. Ein Babyboss, der Razzien befiehlt, aber auch gerne draußen dabei ist. Du weißt, hier gibt's eine Menge an Abschaum.
Die Jungs haben hier unten rumgeballert vor etwa einem Monat. Sie haben über 40 Schüsse abgefeuert mit zwei Gewehren. Es war direkt unter dem Gebäude. Es fühlt sich an, als ob wir im Krieg wären, und es ist Krieg. Einen Tag überlebst du, an einem anderen stirbst du. Aber wie wird das alles enden? Unmöglich zu wissen. Im Moment sind wir hier in unserem Viertel. Sie haben ihr eigenes Viertel. Wir haben unsere Gassen und sie haben ihre. Und wenn wir uns treffen, das hier ist Bagdad. Hier gilt das Gesetz des Stärksten. Jungs, seid immer hellwach, das ist eine gefährliche Stadt. Einfach Parallelwelt, ey. Die jungen Gangster schmieden Allianzen, um sich gegenseitig zu zerschlagen. Die Folge? Nicht enden wollende Bandenkriege. Auf der Suche nach Erklärungen für diese neue Welle von Gewalt helfen uns zwei Kollegen aus der Region. Ein Problem? Er will nicht, dass du drin filmst. Filmen Sie auf keinen Fall den Eingang. Okay. Die beiden Investigativjournalisten befassen sich schon lange mit dem Phänomen Babymafia. Heute treffen sie einen der ersten Babybosse. Luigi Giuliano war in jungen Jahren ein berüchtigter Gangster der Camorra. Er trägt viele Tattoos. Jedes hat eine Bedeutung. Auf seinem Unterarm das Bild seines Bruders. Er starb an einer Überdosis. Luigi hatte das Zeug, der Anführer aller Clans von Neapel zu werden. Seine Kokainsucht durchkreuzte den Plan. Ich habe damals alle erpresst und bedroht. Verhaftet wurde ich das erste Mal auf der Insel Ischia. Der Besitzer einer Diskothek wollte mich nicht reinlassen. Ich war ziemlich arrogant, saß auf einem hohen Ross. Ich habe sein Etablissement in Brand gesetzt und kam dann wegen Erpressung ins Gefängnis. Der Grund für den Anstieg der Gewalt unter den Jugendgangs ist für ihn Drogenmissbrauch. Ich weiß das, weil ich kokainsüchtig war. Früher war ich ständig high. Unter der Woche in der Schule und an den Wochenenden. Und wenn man 10 Jahre lang Drogen... Jetzt habe ich wieder Bock auf die Serie Narcos. Damit verliert man den Verstand. Man lebt in einer Scheinwelt. Man darf nicht... Heutzutage brauchst du 2 Leben, damit du alle Spiele spielen kannst, auf die du Bock hast, und alle Serien spielen kannst, auf die du, Serien schauen kannst, auf die du Bock hast. Nicht vergessen, du hebst 2 Gräber aus, wenn du einen Mord begehst. Eins für den, den du tötest, und eins für dich selbst. Du gräbst immer 2. Zu seiner Zeit war Kokainkonsum unter Mafiosi die Ausnahme. Heute nimmt die Droge fast jeder. Diese Jugendlichen sind völlig verdreht im Kopf. Da funktioniert nichts mehr. Sie können nicht mal mehr herausfinden, warum sie das tun, was sie tun. Sie sind extrem und grausam geworden. Sie wollen alles auf einmal und das sofort. Mit seinen über 40 Jahren ist Luigi Giuliano fast eine Ausnahmeerscheinung. Der Gewaltspirale in Neapel entkommen nur wenige Babybosse. Und ja, diese Bezeichnung, sie sterben immer jünger. Diese Babybosse, das ist die Bezeichnung, ist einfach. Diese Jungs wachsen mit den alten Mafiamythen auf, aber sie kennen die Strukturen nicht mehr. Wenn sie in diese Kreise kommen, haben sie etwa noch 2 Lebensjahre vor sich. Entweder werden sie verhaftet oder getötet. Die Gewalt in Neapel ist wie ein Krebsgeschwür, das in der ganzen Stadt Metastasen bildet. In jeder Straße, in jedem Stadtteil. Jeden Tag schließen sich der Camorra neue, gewaltbereite Mitglieder an. Das ist Mariano. Ach nein, es ist Marco. Das muss demnächst online gehen.
Die hier sind entweder im Gefängnis oder tot. Die Investigativjournalisten arbeiten für das Internetportal Voce di Napoli. Sie haben eine interaktive Karte entwickelt, in der sie alle Verbrechen der Camorra erfassen. Geografisch und zeitlich. Auf der Karte machen Sie also alle aktuellen Bewegungen der Camorra sichtbar, richtig? Ja. Nützliche Informationen für die Bürger der Stadt. Unglaublich gute Dokumente. Unser Ziel ist es, den Menschen zu zeigen, wer in den Clans mitmacht, wo sie leben. Und es geht auch darum, die Bürger zu ermutigen, mit uns zusammenzuarbeiten. Die Einwohner nehmen die Initiative an und informieren sich im Netz. Inzwischen haben die meisten Neapolitaner die Karte schon einmal abgerufen. Das kriminelle Gewerbe verändert sich immer rasanter. Der Mafia-Nachwuchs pfeift auf Diskretion. Jeder zeigt öffentlich, was er zu bieten hat. Facebook und Instagram spielen dabei eine grundlegende Rolle. In diesen sozialen Netzwerken zeigen sie ihre kriminelle Vormachtstellung, ihre Dominanz. Zum Beispiel, wenn sie in Diskotheken gehen. Sie nehmen sich einen Tisch, bestellen massenhaft Champagner, filmen alles und stellen die Clips ins Netz. Das sehen dann auch rivalisierende Clans und wollen sie überbieten. Etliche Polizeiermittlungen haben gezeigt, dass der Austausch dieser Videos sogar Schießereien provoziert. Ganz zu schweigen davon, dass die Bandenkriminalität durch diese Filme völlig überhöht wird. In Neapel und Umgebung gibt es fast 35.000 Anwälte. Strafverteidiger haben Hochkonjunktur. Von der Camorra besonders geschätzt, Rechtsanwalt Dario Vanettiello. Ich denke, wenn ich mich beeile, kann ich gegen 10 Uhr im Gericht sein. Der Staranwalt lebt in einer Villa, weit entfernt von den Elendsvierteln seiner Klienten. Hier spiele ich in meiner Freizeit Billard. Die Verteidigung der Babybosse ist lukrativ. Es sind spezielle Klienten. Man versucht, das Beste aus ihrer Situation herauszuholen. Das ist nicht immer leicht. Wer mit der Mafia zu tun hat, muss ihre Welt kennen. Die erste Regel: ihnen zeigen, dass man keine Angst hat. Die zweite Regel: vertrau ihnen nie ganz. Die dritte Regel, die auch die erste sein könnte, ist: mach deinen Job gut. An diesem Morgen bereitet er sich auf eine wichtige Anhörung vor. Okay, ich habe alles. Anwalt Vanettiello hat uns alle Türen geöffnet, auch zu den Gerichtssälen in Neapel. Ich wechsle in den Sportmodus. Die Verteidigung der jungen Mafia-Bosse beansprucht inzwischen seine komplette Arbeitszeit. Ich bin immer in Eile. Ein Prozess jagt den nächsten. Ab und zu bekomme ich Strafzettel für zu schnelles Fahren. Das ist okay, ich stelle sie einfach meinen Mandanten in Rechnung. Der heutige Klient kann sich das leisten. Er ist ein prominenter Babyboss.
Ich erkläre später, wie ich die Verteidigung anlege. Okay, Anwalt, ich vertraue Ihnen. Wegen Totschlags muss er bereits 16 Jahre absitzen. Wird er jetzt noch wegen Mitgliedschaft bei der Mafia verurteilt, verdoppelt sich die Strafe. Die Anhörung heute entscheidend. Die Staatsanwältin will den Fall gewinnen. Ihr Überraschungscoup, sie hat einen Polizeibeamten in den Zeugenstand gerufen, der an der Untersuchung beteiligt war. Um 21.35 Uhr hatten wir damals die ersten Drogen beschlagnahmt. Es handelte sich um eine kokainähnliche Substanz. In dem Polizeibericht, aus dem der Beamte vorliest, ist auch von Videoaufzeichnungen die Rede. Falls der Angeklagte vor Ort war, gibt es also belastendes Beweismaterial. Diese Kameras, muss ich mir Sorgen machen? Welche? Die, die mich als Minderjährigen gefilmt haben? Wann war das? 2014. 2014 wäre möglich. Sie haben also Videos. Ich war damals oft auf der Straße. Wir müssen einen Weg finden, um Einspruch einzulegen. Okay. Die Staatsanwältin will alle Polizeiinformationen nutzen. Dazu sage ich nein. Alles klar. Wir setzen uns jetzt. Okay. Es wird brenzlig für den Mafioso. Anwalt Vanettiello muss die Taktik ändern. Sein Lieblingstrick: Verfahrensfehler. Und er muss nicht lange suchen. Er hat ihn direkt vor Augen. Nein, nein. Bevor er antwortet, darf er die Unterlagen nicht einsehen. Er muss sagen, ich erinnere mich nicht. Dann kann er sich beraten. Nach der italienischen Verfahrensordnung muss der Polizeibeamte spontan reagieren. Er darf nicht im Bericht nachschauen. Präsident, entschuldigen Sie, aber ich bin gezwungen einzugreifen. Der Zeuge hat kein Recht, das Verhörprotokoll vorher zu lesen. Präsident, die Verteidigung ist verpflichtet, formellen Einspruch einzureichen. Der Richter muss dem Antrag von Vanettiello stattgeben. Die Staatsanwältin ist geschlagen. Die Anhörung wird vertagt. Der Staranwalt hat für den angeklagten Mafiapaten heute das Beste rausgeholt. Für diejenigen, die sich einen Staranwalt nicht leisten können, endet die kriminelle Karriere meist auf einer Insel in der Bucht von Neapel. Nisida. Auf der Insel eines der ältesten Strafvollzugszentren Italiens. Ein Gefängnis für ganz harte Jungs, die noch halbe Kinder sind. Verurteilt wegen Kapitalverbrechen. Da gibt's erstmal einen Daumen. Raubüberfall, Drogenhandel, Erpressung. Für die rund 60 Häftlinge zwischen 15 und 25 Jahren, die hier einsitzen, ist sie die gute Seele. Pädagogin Ornella. Also hier sind wir im Zentrum. Dieses Gebäude ist für die Jüngsten. Ja, vorhin gesagt, manche von den Bossen waren 13. Die Wiedereingliederung der jungen Kriminellen in die Gesellschaft. Der pädagogische Ansatz baut auf Freiwilligkeit. Die Insassen dürfen tagsüber aus ihren Zellen und können sich auf dem Gelände frei bewegen. Alles in Ordnung? Los geht's. Weitergehen, habe ich gesagt. Nein, filmen Sie nicht, okay? Wir gehen jetzt weiter. Das sind die Leute vom Fernsehen. Ihr Regenschirm ist schön. Kommt schon, Leute. Hey, ich möchte Ihnen einen Kuss geben. Filmen Sie uns. Wir sind Brüder. Ja, Brüder. Nicht filmen. Lassen Sie uns weitergehen. Spontaner Kontakt zu den Insassen ist bei unserem Besuch nicht vorgesehen. Jetzt zeige ich Ihnen die Konditorei. Ornella ist bemüht, uns die Vorteile ihrer Rehabilitation. Da sind mir die 13-Jährigen, die in der Spielwiese bei Fortnite in Fortnite 90s flexen, um einiges lieber. Methode zu zeigen. Ciao. Hallo, läuft's gut? Alles gut. Ciro, bei dir? Bestens. Wie ist sein Betragen? Wie immer gut. Schön. Ein guter Junge.
Nach der Backstube die nächste Station. Sport gehört selbstverständlich auch zum Programm. Komm schon, Luciano. Er ist heute etwas hitzig. Sieh mich nicht so an. Wie stehen Sie zur öffentlichen Meinung, dass Sie die Insassen hier zu nachsichtig behandeln? Wir gehen davon aus, dass in Italien, insbesondere im Jugendarrest, die Programme die Wiedereingliederung der Jungs fördern. Ich glaube nicht, dass wir hier zu freizügig sind. Wir versuchen, sie umzuerziehen, in einigen Fällen auch nur zu erziehen. Für mich sind es einfach Kinder. Kinder. Die meisten von ihnen haben bereits getötet. Sie sind wegen Gewaltverbrechen verurteilt. Das hier ist gut. Das ist schlecht. Nur zu, film sie. Komm schon. Rosa, lass sehen. Eine Kalaschnikow. Er hat eine AK-47. Er hat eine Kalasch. Sowas wie eine Granate. Eine Granate auf dem Bauch. Warum diese Tattoos? Mir gefällt's. Er ist ein IS-Kämpfer. Gewaltverherrlichung, imponieren, provozieren. Immer das gleiche Muster. Die Mehrheit der Babybosse ist ungebildet. Viele sind Analphabeten. Während ihrer Haft versuchen die Lehrkräfte, ihnen Basiswissen beizubringen. Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? Brüssel? Nein, schauen Sie sich die Karte genau an. Wo ist Frankreich? Brüssel. Frankreich? Nein, das ist Afrika. Das ist Amerika. Du musst Europa ansehen. Lösch dich. Siehst du es? Ah, da ist es. Es ist mir wirklich viel zu schwer. Aber ich verstehe schon den Ansatz, Chat, ne? Klar, ich bin auch vielleicht der Meinung, dass dafür, dass die gemordet haben, der Knast ein bisschen zu weich aussieht. Ne? Da würde ich mir wahrscheinlich zustimmen. Aber auf der anderen Seite, das sind keine erwachsenen Männer, die sich ihrer Taten so richtig bewusst sind. Das sind Kinder. Das ist ein 14-, 15-, 16-Jähriger, Digga. Der ist in dieser Hut groß geworden. Der kennt das nicht anders. Und der ist Analphabet, Chat. Der kann nicht mal ein Buch lesen. Der hat schon so früh, wie ihr euch vorstellen könnt, hat er sich irgendwas durch die Nase gezogen und schiebt seinen eigenen Film, dass er der nächste Pablo Escobar wird und ballert irgendwelche Konkurrenten über den Haufen. Das, ja, resozialisieren wahrscheinlich der richtige Ansatz, ne? Weil gegen Armut und Kriminalität, das die beste Waffe ist einfach Bildung. Wie würden Sie hier das Bildungsniveau der Jungs beschreiben? Sehr niedrig, fast nicht existent. Wenn ich von einem niedrigen Niveau spreche, bedeutet das, dass sie unsere Sprache kaum verstehen. Sie wissen nicht, was Norden, Süden, Osten und Westen ist. What? Kann man das nicht wissen? Sie haben große Schwierigkeiten, sich im Raum zu orientieren. Ich war noch nie in der Schule. Ich bin zweimal sitzen geblieben. Wie siehst du dein Leben, wenn du rauskommst? Die haben nichts anderes, Chat. Versteht ihr das? Das ist einfach für uns gar nicht nachvollziehbar. Die haben nichts anderes als den Drogenhandel und Kriminalität. Die können auch mit nichts anderes Geld verdienen. Mit was? Der kann nicht mal lesen. Der weiß nicht mal, wo Norden ist. Der weiß nicht, wo Norden ist. Weiß er einfach nicht. Ich werde immer wieder... Unglaublich. Da bin ich mir sicher. Madame, was denken Sie? Ich habe zwei Söhne. Einen, den ich kaum kenne, der andere war im Bauch, als sie mich verhaftet haben. Was glauben Sie, was ich tun werde? Ich werde es wieder tun. Also frage ich Sie, was soll ich machen? Ich möchte nicht, dass du sowas sagst. Okay.
In Neapel ist die Wiedereingliederung von Mitgliedern der Babymafia in die Gesellschaft nicht selbstverständlich. Zwei Häftlinge arbeiten in einem anderen Gebäude. Sie sind isoliert wegen schlechten Benehmens. Der eine ist 16, der zweite kaum älter. Wie sind deine Pläne, wenn du rauskommst? Wenn ich rauskomme, ich werde definitiv nicht arbeiten gehen. Wenn du diesen Weg einmal eingeschlagen hast, bist du an leicht verdientes Geld gewöhnt. Was verdienst du am Tag? 700 Euro. Wie viel? 700. Und die alten Mafiosi haben die Mitspracherecht? Nein, nein. Warum? Weil wir sie töten. Wir erschießen sie. Man ist irgendwann ausgebrannt. 16-Jähriger sagt das, Chat. Einfach ist parallel. So. Parallelwelt. Einfach Parallelwelt. Wie ich Ihnen schon sagte, wenn mir ein alter Mafioso bei meinen Deals in die Quere kommt, bringe ich ihn um. So läuft das in Neapel. Sieben Monate fast so viel wie Carsten. Darfst du mal nicht vergessen, dass die das schwarz verdienen, ne? Die versteuern das nicht. Die Statistik belegt die traurige Wahrheit in Zahlen. Also verdient er quasi 1400. Die Rückfallquote der jugendlichen Häftlinge liegt bei 80%. Oh. In Italien gibt es derzeit keine Lösung für das Phänomen der Babymafia. Was meint ihr, Chat? Das war doch eine absolut insane gute Doku. Mega spannend von der ersten Minute an. Klapper in den Chat. Dickes Bussi geht raus an den Kanal ZDF Info. Dokus und Reportagen.